Hallo, da bin ich schon wieder. Nachdem ich euch ja nun erst gezeigt habe, wie man die Codes in der Küche anwendet, beziehungsweise mit Dekomaterialien aus dem Dorfladen, war natürlich klar, dass dann gleich mein Chat vollläuft unter dem Motto, wie macht man das bei Bäumen und bei Tieren? Möchte ich doch gleich anschließen, und zwar habe ich mir wieder zwei Sachen rausgesucht. Eine sehr beliebte Frage ist immer nach dem Seetank. Den möchte ich euch heute zeigen, wie man den schön aus den Bäumen rausholen kann. Es gibt natürlich manche Sachen, da muss man erstmal einen gewissen Baum basteln, um dann den Kot, was man dann haben will, aus diesen Bäumen zu holen. Ich habe mich jetzt mal für die einfachere Variante entschieden. Und zwar kann man den Seetank auch wunderbar aus ganz einfachen Aprikosenbäumen basteln. Aber wie immer, ihr wisst es, ich starte den Trainer erstmal. Und egal, ob ich es brauche, ich starte immer, wandle immer zuerst mein temporäres Cache um. Quatsch, mein richtiges Cache natürlich ein temporäres Cache. Das mache ich eben schnell. So, die Sache ist erledigt. Wir holen uns mal einen Aprikosenbaum aus dem Dorfladen. Ihr könnt natürlich gleich zwei, drei, vier nebeneinander stellen, das spielt keine Rolle. Ich nehme jetzt einfach mal zwei. Dann suche ich mir gleich mal meine Codes dazu. Die habe ich mir natürlich schon vorbereitet, damit es etwas schneller geht. Code Nummer 1 setze ich ein bei Code Nummer 1. Den Code Nummer 2 setze ich ein bei Code Nummer 2. Ich gehe auf Ersetzen. Es ist alles grün, was mir anzeigt, dass die Codes die gleiche Länge haben. So, und nun gehe ich mal hier munter drauf los und bewässere mal meine beiden Aprikosenbäume. Hinterher setze ich gleich mal den Sofortreifer ein. Und ich gehe mal ernten. Wie ihr seht, kommt da jetzt schon Seetank rausgeflogen. Nun möchte ich ja nicht nur 3, 4, 5, 6 haben, sondern ich möchte ja auch wieder gleich ein paar mehr haben. Dann schalte ich in diesem Falle zusätzlich die Funktion Bepflanze ein Feld und ernte 300 Mal plus blaue Schleife. Ja, das kennen wir auch bereits. Schalte ich die Funktion 5 ein. Ich klicke vorsichtshalber nochmal auf Ersetzen, weil ich ja im Trainer etwas geändert habe. Die Codes sind ja noch drin. Okay, wir gehen zurück zu unseren Aprikosenbäumen. Und wir machen gleich nochmal Sofortreife hinterher. Und wir ernten. Und ihr habt hier, wie ihr seht, 600 Seetank, habe ich jetzt 600 Seetank in meinem Inventar. Wunderbar, das klappt also. Gleiches geht natürlich auch mit den schönen Tierchen. Und da habe ich mir gedacht, ich zeige euch das mal mit den Zertifikaten. Da habe ich mir einen Code gesucht und benutzen tue ich dazu diese zwei Schafe.
die ihr ja aus eurem Schlammpool gewinnen könnt und von denen ich auch reichlich im Inventar habe, die ich sonst nicht auf der Farm besitze, aber für den Fall sind sie ganz gut. Ich habe mir mal den Code dafür schon wieder rausgesucht. Ich hole mir den Trainer. Gebe Code 1 ein. Ich gebe Code 2 ein. Beides grün, alles richtig. Ich gehe auf Ersetzen. Wunderbar, und jetzt gehe ich zu meinen beiden Schaden. Die sich jetzt versteckt haben hier hinten. Ich ernte mal das eine. Mit Sofortfutter. Hier kommt das zweite. Und wie ihr seht, ernte ich ein paar schöne, lustige Zertifikate. Das war es schon wieder mit meiner neuen Lektion. Ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal.